Allem, was sollen wir denn anfassen, ne? Man kann hier literally nichts anfassen. Meine ich. Also da unten. Da gibt es noch irgendwie Essen, meine ich. Genau. Yam yam. Also es wird von dem sein, der hier arbeitet, aber den juckt das ja nicht. Barin. Er ist noch tote Fische, die an Land gespült wurden, aufheben. Die sind bestimmt noch gut. War da gerade was? Nee, okay. Hey. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Und wie beißen die Fische? Und wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der den guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, wichtig. Dass wir dem nochmal den letzten Stuff weggenommen haben, den er da hat. Ach, das wird gleich lustig. So, das hier, ich glaube, es gab tatsächlich einen Spielstand, ich glaube ganz am Anfang, wo ich das hier nie gesehen hatte. Und dann beim zweiten oder dritten Run bin ich mal dann hier hin und dachte mir so, das meinte der mit dem Schiff. Ach, das war nur die Animation, ne? Das war ja gar nicht kochen. Allen Fischern nicht etwas wegklauen. Den ganzen Stuff können wir, wie gesagt, verhökern. Solange die Leute Geld haben, können wir Geld machen damit. Also ich meine, die müssen zwar alles kaufen, aber sie haben nur begrenzt Geld, leider. Sonst würde ich tatsächlich immer einem alles geben. Wo man vielleicht nachher weiß, dass der noch lebt, überlebt oder immer dabei ist. Und dann kann man mal zu dem gehen und auch sich selber seinen Stuff wieder zurückkaufen, falls man mal was braucht. Was? Ich bin hängen geblieben. Nein. Oh, wie ärgerlich. Es ist mir alles reloaden. An dem Ding hängen geblieben. Um Gottes Willen. Deswegen waren wir nicht fünf, dass du. Was hast du dann? Ja, der Varan, der ist schneller da gewesen, wie ich es in Erinnerung hatte. Egal. Ich werde dem auf jeden Fall trotzdem noch meine Hilfe anbieten, weil warum nicht? Hey, du. Wie hast du? Kannst du nimm's mir. Ja. Die Mist, letzte. Ich weiß, da kommt, aber wenn du. Ich. Die Palle. Ich.
alles geskippt jetzt. Und dann speichern wir natürlich direkt. Ich dachte, der wäre viel weiter hinten gewesen. Der ist ja literally hier hinter schon. Immer bei diesem Schiff diese andere Musik, ne? Ich kenne alles noch auswendig, was das angeht. In den Betten, da meine ich, kann man auch schlafen. Wir den besiegen? Gibt es da eine Chance? Nein, wir hätten es fast gehabt jetzt. Also nicht den besiegt, also gekillt direkt, sondern perfekt gestaggert. Ich muss das schon mal für nachher eigentlich ein bisschen üben hier. Das ist der richtige Spielstand. Und ich kann auch Fische aufsammeln. Ich würde schon sagen. Ich sammle doch jetzt hier nicht nochmal die Fische auf. Bin ich verrückt? Also 3 Meter in den Speicherstand. Nee. Nee, nee. Immer diese epische Musik und dann so. Ah, er ist schon wieder tot. So. Ja. Ach ja, man kann ja auch gehen, aber nicht rennen. Wir rennen halt durchgehend, ne? Können wir sprinten, indem man Snappergraut isst oder sich einen Trank macht. Graut. Snappergraut. So, ich kann mich nicht daran erinnern, ob hier noch Loot war, aber theoretisch ist das ein langer Weg, den man sonst umsonst gehen würde. Und dementsprechend kann ich mir bei den Entwicklern einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie hier nichts versteckt haben. Oder man nicht mit dem reden kann da. Ne, ist nur ein Ritter. Irgendwas müssen die doch hier hingelegt haben, bestimmt. Eigentlich würde ich sehr gern die Waffe da aus der Bude haben wollen. Den Varan hochlocken ist halt auch nicht möglich, ne? Hä? So. Nein, habe ich gesagt das? Ja, gut, das habe ich aber. Habt ihr hier nichts hingelegt haben? Ich habe überlegt, ob wir da aufs Schiff kommen, aber es kommen wir leider nicht. Die Distanz sind doch zu weit. Moment, wo willst du hin? Ich wollte, hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. So ist ein Ding, wenn man jetzt weitergeht, greift der instant an, ne? Also so Leute. Kann man auf diesem Band da laufen? Ich weiß es nicht mehr. Ist das in dem Game so? Ja,
Ne, da kann man leider durch, oder? Ja. Ja, man wird zur Seite weggekickt. Schade. Bei sowas muss man immer direkt, finde ich, gucken, kann man das umgehen hier. Alles, was die von einem wollen, kann man das umgehen. Nee, hä? Oh, er klettert da nicht weiter hoch. Ja. Dann gehen wir wieder. Hier links lag auch noch ein Fisch oder so. Oder eine Muschel. Piss oder Muschel. Oranmuschel. Siehst du mal. Sowas Unnötiges habe ich mir wieder gemerkt, ne? Perfekt. Ist ja nur bestimmt 5 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und dann nochmal einige Jahre, wo es davor schon 10 oder so. Links liegt eine Säge oder sowas. Wir müssen halt am Anfang auf jeden Fall alles kostenlose mitnehmen. Erzbrocken. Rostiges Schwert. Erz. Erzbrücken. Der Säge können wir jetzt auch sägen. Also, die Arbeit des Sägens verrichten. Das kann man nämlich sonst nicht. Ich glaube nicht, dass wir trotzdem dadurch irgendwas hinkriegen, aber... Tischler habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was Tischler bringt. Falls man das überhaupt machen kann. Ich würde am liebsten halt diese Casually-Sachen machen, weil... Weil wegen Nostalgie, oder? Liegt doch ein Fisch. Naja, das ist der Boden. Gut, könnte sein, dass das Spiel so ein bisschen älter ist und nicht alles erkennt. Ja, wir müssen uns gerade hinlegen. Ja, der Typ, der arbeitet bestimmt auch die Nacht durch. Er hat jetzt die ganze Nacht uns zugeguckt, wie wir geschlafen haben. Wie bei so... Ah, wie heißt nochmal der Horrorfilm, wo die dann sich manchmal so neben das Bett stellen und dann so stundenlang da stehen und das dann so vorgespult gezeigt wird über so eine Überwachungskamera. Paranormal Activity oder so. Ja, ich glaube schon. Wo hast du das denn schon wieder her? Mich fragt. Hallo. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Zeig mir deine Fische. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hier könnten wir jetzt auch einfach Fisch verkaufen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe so einiges gehört. Das hätte ich erzählt. Dir doch nichts Neues. Früher fand ich das auch richtig geil, wie die halt miteinander interagieren und so. Weil es halt einfach so unique war. Mein Mann sieht das anders. Die haben alle einen Tagesablauf. Die wollen alle nicht, dass du einfach so random in die Bude gehst, werden dann sauer wie bei Skyrim. Nur, dass das Spiel halt nicht Skyrim ist. Ich habe es selbst erlebt. Hallo. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den Irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Oh, der Voice Crack, ich liebe das. Der ist irre. Wenn du ihn verprügelst, bekomme ich doch Ärger von der Miliz. Ich will sehen, was ich machen kann. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz.
Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Oder wen umbringst. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Hm. Sind das deine Schafe? Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellern macht sie noch verrückt. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Wie das immer diese... Und? Was? Wie beißen die Fische? Und? Was machen die Schafe? Hallo, Lucy. Ah, das sind diese Standardfragen, die wir stellen können. Ja, ich weiß nicht, ob das Clown ist, wenn wir da jetzt was nehmen. Oh, dieser Stadtsprecher, ne? Ich dachte, sie greift mich an. Wir kümmern uns gleich um Fellander, wir müssen erstmal hier hoch. So. Jetzt sind wir am richtigen Place to be. Da ein kleiner Trank. Also, okay, es hat nicht geklappt. Hätte eigentlich nicht geklappt, aber er hat sich halt dran gezogen. Lederbeutel. Der Feldknöterich. In den anderen Ecken ist nicht zwingend was, oder? Singen. Aber hier kommen wir ja nochmal vorbei. Glaube ich. Das ein oder andere Mal. Ich würde einfach so random gern diese Kanone hier abfeuern. Das wäre lustig. Wäre lustig, hätte er. Also, vor allem, das hier ist ja ein. Wie nennt sie es? Schiffsbau, ne? Und er wohnt ja nicht gar nicht mal so weit davon weg. Deswegen frage ich mich halt immer, was das Problem von ihm ist. Wegen dem Hämmern halt jetzt, ne? Wenn er wohnt halt da. Und das nächste anschließende Haus ist jetzt so ein Schiffsbauhaus, wie auch immer man das nennt. Werft, könnte man sagen. Es ist nur keine Werft. So, und warum beschwert er sich dann? Wo ist so, where's the problem halt? Trank? Wie den Trank? Seng auch daran gezogen. Das heißt ja, die Entwickler sind, ja, wenn die jetzt denken, auf Dächern rumlaufen zu müssen, dann legen wir denen halt ultra viel Loot hin, ne? Und die Spieler so, okay, ich guck mir jetzt jedes Dach an. Aber eines der Spiele, die mich hops genommen haben, was das angeht, ne? Weil nach dem Game hier dachte ich literally, jedes Game wäre so. Und dann, ab da habe ich in jedem Game gecheckt, so, ja, ist hier in den Ecken was? Oder ist da was? Oder dort, ne, und Co. Da muss ja was sein. In Gothic war das auch so, aber nö. Das ist nicht in jedem Game so, das ist nur hier so gefühlt. Also so extrem. Du wirst wirklich meistens fürs Rumgucken rewarded und am Anfang brauchen wir halt Loot. Ach, erzähl mir nicht sowas. Shit. Das sind so Momente, weswegen man stirbt, by the way. Deswegen habe ich gerade eben gespeichert. Das machen wir jetzt nochmal. Und es wird noch viel schlimmer. Und es wird noch viel schlimmer. Das werden wir auch noch öfters hören. Da sind die wirklichen Biester, ey. Die sind richtig schlimm. Vor allem in der Dreiergruppe. Gar kein Bock. Schmied hier unten? Karl! Warte mal! Was führt dich in diese Umgebung? Was suchst du hier? Ich hab mich verlaufen. Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen.
scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen, darauf ist keiner gut zu sprechen. Wichtiger Tipp. Vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Nee. Was für ein Keck. Und es wird noch viel schlimmer. Oh, jo. Da unten wird Sumpfkraut vertilgt. Das sehe ich doch bis hierhin. Ach, erzähl mir nicht sowas. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Ich habe was anderes gehört. Hast du was zu verschenken? Nein, aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Wirklich? Das ist ja interessant. Das ist ja schrecklich. Das ist ja interessant. Das ist ja schrecklich. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Was du nicht sagst. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Der erzähle ich gar nichts mehr. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne, ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab's eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Er sollte lieber den Mund halten. Er muss die Arbeit ja machen. Und es wird noch viel schlimmer. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Er sollte lieber den Mund halten. Ah. Soll ich mich denn noch alles? Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Danke für den Tipp. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzohr, weißt du das? Na, meinethalben, sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Gib mir was zu trinken. Beste Information. Gib mir was zu trinken. Okay. Später vielleicht.
120. Da können wir uns ja schon theoretisch bald was leisten. Also klar, ich würde gerne dem Informationen abkaufen, aber wir wissen ja eigentlich noch nicht wofür, ne? Also mache ich das jetzt mal nicht, sage ich jetzt mal, direkt. Aber wir reden jetzt mit ihm. Achso. Hey, du. Was machst du? Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Okay. Hey, du. Na, warte. Hey, du. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Das ist so geil. Hör auf zu hämmern, oder ich brech dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Okay, und nochmal speichern. Aber eins. Hey, du. Sag mal, ist alles klar bei dir? Ja. Ich muss nur zusehen, dass ich alles wieder repariere. Hey, du. Ja, wir zahlen natürlich kein Gold. Das wirst du wohl. Kampf. Nein, wir müssen ihn looten. Danke. Ohne Hammer, kein Gehämmer. Sie ist eingefroren beim Jubel. Naja. Hallo. Versuch das ja nicht nochmal. Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Ja, genau. Zusammenbricht vor allem. Oh, fressen wir die Dinger? Ne, wieder Lebensenergiebonus hier. 10. 5. Das reicht. Wir speichern. 2. Ja. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Geil. Danke dir. Der Land einfach mit 3 Leben gefühlt unterwegs. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harad. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harad. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Machen wir so. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harad als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Vosper, der Bogner, Constantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Constantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel.